dann langsam die Suche losgehen nach einem TÜV-Prüfer, der mir die ganze Sache abnimmt, weil das stellt ja immer wieder viele Leute vor größere Probleme, die Sache mit dem TÜV. Einfach weil viele TÜV-Prüfer wissen entweder nicht, was sie machen dürfen, was sie eintragen dürfen, sie wollen es nicht, haben es noch nie gemacht, wollen es deshalb nicht, machen es aus Prinzip nicht. Da gibt es viele, viele Ausreden, sage ich mal, oder halt Einstellungen von TÜV-Prüfern. Viele haben da einfach keine Lust drauf, weil natürlich muss man halt dann sich da schon deutlich mehr mit befassen als bei einer Hauptuntersuchung. Weil das Problem ist halt, die TÜV-Prüfer, die können auch regelmäßig unabhängig von unabhängigen Prüfern überprüft werden. Dann suchen die sich halt aus den Unterlagen irgendwas raus, dann steht da, okay, hier, der hat einen E30 45i abgenommen. Und dann muss der halt natürlich belegen können, warum hat er das gemacht, wie hat er das gemacht, auf welcher Basis, auf welchen Grundlagen hat er das gemacht. Der muss sich dann halt rechtfertigen können. Und da haben halt viele Leute oder viele TÜV-Prüfer halt irgendwie anscheinend Angst vor, dass das eben schief gehen könnte, vor allem weil anscheinend auch ein paar heftigere Urteile da gesprochen wurden in der Vergangenheit gegen TÜV-Prüfer, die da halt ein bisschen geschlampt haben.